Einen schönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Gamescom TV Folge Nummer 8. Gleichzeitig der letzten Gamescom TV Folge in diesem Jahr. Die Gamescom, die ist nämlich jetzt fast zu Ende. Es ist Messesonntag, die Hallen sind zwar immer noch voll, aber das Ende naht sozusagen. Und ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit ein paar Profis mal drüber zu sprechen, wie sie die Gamescom in diesem Jahr denn so fanden. Und ich könnte mir keine schönere Gesprächsrunde vorstellen als diese drei Herren, die jetzt hier an meiner Seite stehen. Ich finde euch entzückend. Das war Ninos Wunsch, dass ich das nochmal sage. Links von mir Nino Kerl. Ihr kennt ihn von GamePro und natürlich von High Five. Und irgendwie ist er auch mein Ex-Co-Moderator, irgendwie sowas. Marek Cemak, nice to meet you. Und Felix Falk von der USK. Wir wollen natürlich nicht unterschlagen, was Marek macht. Er ist Producer des Spiels The Witcher 3 und freut sich, das Spiel hier auf der Gamescom präsentieren zu können. Tja, die Gamescom ist fast rum. Zeit, mal ein kleines Fazit zu ziehen, würde ich sagen. Nino, wie war es für dich? Ja, also meine Augenringe sind der Beweis dafür, dass es wieder eine sehr anstrengende, aber auch wieder eine echt tolle Messe war. Hat echt viel Spaß gemacht, viel gesehen, viel erlebt, viele Leute getroffen und viel Spaß auch an unserem Stand gehabt, an unserer Let's Play-Bühne. Hat echt Laune gemacht und kann nur jetzt schon sagen, freue mich dann auch wieder 2014 hier dabei zu sein in Köln. Was mich wundert, deine Stimme ist noch da. Was ist denn da los? Also ich habe gehört und auch gesehen und ja live erlebt, dass die Bühne... Da hat es wirklich geknallt. Es waren richtig viele Leute da. Warum ist die Stimme noch da? Ich hatte das große Glück, dass die Maxi, unsere bezaubernde Kollegin, ganz liebe Grüße, ganz fleißig mitgeholfen hat. Also wir haben uns immer so ein bisschen abgewechselt beim Moderieren. Und dadurch hatte man dann auch die Möglichkeit, sich mal wieder kurz ein bisschen zu verkrümeln und mal einen Schluck Wasser zu trinken, ein bisschen runterzukommen und die Stimme ein bisschen zu schonen. Okay, irgendein Highlight auf der Messe dieses Jahr, wo du sagst, das war die anderen Jahre nicht so gut? Also ich fand es brechend voll. Ich hatte das Gefühl, es waren viel mehr Leute da als sonst, wo ich mir denke, wo passen die alle rein? Irgendein Highlight? Naja, im Gegensatz zu den meisten anderen Besuchern haben wir Redakteure ja das Privileg, die meisten Spiele, die hier gezeigt werden, schon vor der Messe mal sehen zu dürfen, vielleicht sogar spielen zu dürfen. Deswegen sind für mich die Spiele auf der Gamescom tatsächlich zweitrangig so ein bisschen. Ich finde halt immer das ganze Happening toll. Ich finde es immer super, wie es hier abgeht. Und wie du schon sagtest, ich glaube, es war wieder mehr los. Also der Samstag war ja lang zuvor schon ausverkauft, auch am Donnerstag ging halt tierisch der Punk ab und ansonsten natürlich waren Softwareperlen dabei. Es ist jetzt ein sehr spannendes Jahr, es ist ein sehr interessantes Jahr vor dem Hintergrund, dass die Xbox One jetzt kommt, dass die PS4 kommt, da sind jetzt alle heiß drauf, warten aufs Startline-up und dementsprechend natürlich auch die Titel. Also ich fand es auch super, die Messe war wirklich der Knaller, aber an dieser Stelle darf ich auch mal sagen, es gab einen Grund, dass ich ein bisschen traurig war, du hast schon ein bisschen gefehlt an meiner Seite. Moderatorenliebe, mit diesen Worten verlasse ich dich jetzt mal. Ich husche mal zu euch beiden und komme mal in eure Mitte. Darf ich in die Mitte? Super. Marek, how did Gamescom run for you? It's perfect as always. It's not our first Gamescom, but we really love to be here always. There's a huge amount of fans, so whenever we're working on a new title, we're always trying to present it on Gamescom. There's a massive fan base of RPG games of The Witcher in Germany and not only in the whole Europe. People are like coming to our shows and they seem to really love what we are presenting, share a lot of feedback. That's amazing for us. That's very important and we just love it. It's true. Here are really a lot of people. What kind of reactions did you get for Witcher 3? As for now, they're very positive. I guess probably it's caused by our way of working, maybe, because we usually try to listen to our fans' expectations and their feedback. So we're trying to construct our games in a way that will, we hope, satisfy their needs as well and our dreams. So I think that's how we started creating Witcher 3, based on the feedback we got after releasing Witcher 2 and just fulfilling our dreams. And I think it proves to work right now after the presentation. People really... They love it. Okay, thank you. Felix Falk, USK, der Stand war rappelvoll. Habt ihr damit gerechnet? Wie jedes Jahr, ja, schon ein bisschen. Es wundert uns jedes Mal, dass so viel Interesse da ist, aber es freut uns natürlich auch und wir haben schon Spaß dran, die Gamer auch ordentlich herauszufordern mit unseren Fragen, die wir da bei unserem Quiz machen. Manche denken ja immer, das ist ein relativ trockenes Thema, Jugendschutz, Altersbegrenzung, aber ihr schafft es eigentlich jedes Jahr auf neu, die Leute zu begeistern und da richtig Programm zu bieten auf eurem Stand. Ja, na klar, weil auch die Gamer dann, also es gibt inzwischen welche, die wirklich schon gezielt kommen und nach den Shirts fragen und auch aus den Vorjahren, die schon dabei haben und natürlich... Apropos, ich habe noch kein Shirt bekommen dieses Jahr. Dann musst du beim nächsten Mal, wenn du beim Stand bist, natürlich dir eins mitnehmen. Wir waren ja schon da und da haben wir es wahrscheinlich vergessen. Aber
es ist schon so, dass wir auch Spaß daran haben, mit den Leuten dann zu diskutieren. Ja, warum hat das Spiel eine 18 und ich finde und so weiter. Das ist auch ein Anreiz und das macht auch Spaß. Und es macht dir jedes Jahr aufs Neue Spaß? Also man könnte ja auch denken, es ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute dieses Jahr wirklich noch enthusiastischer waren, dass es noch voller war. Wie hast du die Gamescom dieses Jahr empfunden? Auf jeden Fall noch voller. Wir wussten ja schon, was kommt. Wir haben das Privileg, vorher schon alles zu sehen und deswegen haben wir uns auch da gefreut. Und eins, was mich auch sehr gefreut hat, wir haben uns ausgedacht, eine bessere Möglichkeit für die Stände. Wenn man Payback gesehen hat, Batman, das sind Stände, die nicht mehr komplett zu sein müssen, wegen 16er, 18er Ständen, sondern wo die Bildschirme abgewendet sind vom Publikum, dadurch so eine offene Standgestaltung passiert. Das haben wir jetzt neu gemacht und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und dadurch kriegt die Messe noch ein offeneres, noch ein, das ist noch einfach mehr Lifestyle und noch mehr Action zu sehen und das macht schon Spaß. Also du warst zufrieden? Sehr. Ich bin auch zufrieden. Ich sage Dankeschön. Schön, euch drei nochmal getroffen zu haben. Thanks a lot. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr, würde ich sagen, oder? Ganz genau. Bis dahin. Alle sind sich einig, die Gamescom 2013, die war einfach wieder der absolute Hammer. Was ist mein persönliches Fazit? Ja, geschlafen habe ich ein bisschen zu wenig, das gebe ich zu. Aber immerhin, die Stimme hält noch und das war in den letzten Jahren ja nicht unbedingt immer so der Fall. Die Hallen, die waren dieses Jahr wieder richtig voll. Es wurden Besucherrekorde gebrochen und ich habe so viele coole Leute getroffen. Ich habe euch getroffen und mir hat es wieder richtig Spaß gemacht, hier auf der Messe zu sein. Trotzdem mache ich jetzt erstmal eine Woche Urlaub, mich ein bisschen erholen und dann freue ich mich schon aufs nächste Jahr, denn dann ist die Gamescom 2014, die ist nicht mehr weit und ich freue mich, wenn ich euch dann auch wiedersehe. Also habt eine gute Zeit und celebrate the games. Ciao.